Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Diesmal Sprengkommando auf der Map Havanna. Und ich habe in meinen Koffer gepackt die AK-47 mit einem Schalldämpfer. Dazu die Armbrust. Als Perks nutze ich Hardliner, Fingerfertigkeit und Marathon. Und meine Abschussbelohnungen sind auf der 5 das Care Package, auf der 9 der Chopper Gunner und auf der 11 die Commander Krieger Wauzis, sprich die Hunde. So, Sprengkommando, wir mussten die erste Runde die Bombe entschärfen, aber da das Video zu lange dauert und nicht gerade interessant war, habe ich den ersten Teil geschnitten. Es ging ziemlich schnell zu Ende. Ich habe 3-2 Abschüsse in der ersten Runde gemacht und die Gegner haben, glaube ich, in einer Minute 30 die Bombe oder die Bomben hochjagen können. Und nun sind wir dran. Das heißt, die erste Runde 3-2 und die Gegner haben beide Bomben in die Luft gejagt. Also jetzt ist unser Teil gekommen, wo wir aufräumen müssen, sage ich mal. Und ich fange erstmal direkt an, die Gegner hier an ihrem Spawnpunkt zu flankieren, abzufangen, damit meine Teamkollegen gemütlich die Bombe legen können und eigentlich wenig Gegner an den Bombenplätzen haben. Das war so meine Idee, dafür auch die Abschussbelohnungen. Das Care Package habe ich dabei, weil ich muss ganz ehrlich sagen, momentan die Drohne wäre noch okay gewesen, aber ich habe mir gedacht, okay, vielleicht hast du in dem Care Package ja auch mal was Vernünftiges drin, was B-52 Bomber oder vielleicht hast du auch mal Glück und kriegst die Hunde oder ein Gunship mit rein. Alles kann da mögliche, alles kann drin sein, also jede Abschussbelohnung kann da drin sein in dem Care Package. Außerdem noch zwei, ich sag mal, Zusatzwaffen, einmal so eine Railgun und einmal dieser Witwenmacher, den ihr aus dem Gun Game kennt. So, diese beiden Waffen können noch da mit drin sein. Ansonsten alle möglichen Abschussbelohnungen. So, jetzt habe ich hier ein kleines Problem gehabt. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen. So, ich werde mich jetzt also hinlegen. Moment. Wo war's? Hier. So, leg mich jetzt hin. Ja, hallo? Ja, ich kann jetzt nicht. Ich bin am Zocken. Meld mich später. Bis gleich. Tschüss. So, Telefon weggelegt. Und weiter geht es. Und ja, die Strategie, ja, zu der habe ich jetzt einiges gesagt. Mein erster Eindruck jetzt so insgesamt von Black Ops, die haben heute ist Mittwoch, ein neues, Update rausgebracht, eine neue Version. Und die Grafik hat sich in meinen Augen verbessert. Man ist schneller geworden mit Marathon und Leichtgewicht, was ich sehr schön finde. Und was ganz wichtig ist, ja, man kann sich mit den Waffen jetzt auch schneller drehen. Das heißt, wenn man vorher ein Sturmgewehr in der Hand hatte und man war in der Zielvorrichtung, dann war es sehr schwerfällig, sich zu drehen. Das haben sie in meinen Augen behoben. So finde ich sehr gut, dass sie auf jeden Fall daran arbeiten. So, hier seht ihr mal den Chopper Gunner in Aktion. Beim Chopper Gunner sieht das Ganze so aus. Ja, ein Pilot steuert den und man muss einfach nur branzen und branzen. So, ich versuche die Maden im Keim zu ersticken, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich versuche sie von den Bombenplätzen irgendwie zu kriegen, damit ich sie schön die ganze Zeit am Spawn bearbeiten kann. Was ich nicht wusste, dass man diese Transporthelikopter, die Care Packages sind, oder liefern, auch abschießen kann. Ich habe es hier einfach mal so ein bisschen probiert, einfach mal auf den draufgeballert. Wollte jetzt aber, einfach ein paar mehr Deaths machen. Ich habe es später nochmal probiert, es geht wirklich, man kann die Dinger abschießen. Ich muss jetzt mal probieren, ob es wirklich möglich ist, dass wenn ein Gegner Vorräte hat und ich schnell meine Stella raushole, das ist diese Luftabwehrrakete, ob es dann wirklich möglich ist, das Teil abzuschießen, bevor der Typ die Vorräte bekommt. Finde ich ziemlich cool. Naja, so, ich habe jetzt noch Vorräte, die haue ich auch direkt raus. Und in diesen Vorräten ist eigentlich so mit meine schlimmste Abschussbelohnung von dem ganzen Spiel. Und zwar dieses RCDX, diese, ich glaube, Sprengladung heißt die, oder mobile Sprengeinrichtung. Auf jeden Fall hier dieses Matchbox-Auto. So, auf den Konsolen sieht es so aus, der linke Stick ist zum Gas geben bzw. zum Rückwärtsfahren gedacht und der rechte Stick ist zum Lenken gedacht. Dazu muss man noch mit R1 das Ding detonieren lassen, ziemlich nervig. Und ja, bei mir auch hier sehr uneffektiv. So, da ich aber hier jetzt wieder in eine Phase komme, wo ich wirklich nur aufs Maul kriege, habe ich noch mal ein bisschen vorgespult. Ich bin, glaube ich, 5 oder 6 Mal gestorben. Hab maximal einen Abschuss gemacht. Aber egal, weiter geht's. Ich musste das Video leider schneiden, damit es überhaupt bei YouTube hochgeladen werden kann.
Und worauf ich jetzt hier mit euch mal eingehen möchte, ist das Thema, ja, aus der Hüfte ballern. Was ich finde, was bei Blobs sehr stark gemacht worden ist. Man kann so Gegner wie hier locker aus der Hüfte abballern. Hier habe ich zwar noch gezielt, aber den Großteil meiner Kills habe ich zwar mit der Zielvorrichtung gemacht. Also insgesamt, ich glaube, 22 mit der Zielvorrichtung. Und darüber hinaus meine ich 14 oder 19 aus der Ruhe, aus der Hüfte raus. Das heißt, aus der Hüfte ballern ist wirklich sehr effektiv, gerade wenn man Gegner flankiert und es sind mehrere als einer oder die Gegner geblendet sind. Da werden wir aber nachher nochmal zu kommen, weil das Gameplay dauert ja noch ein bisschen. So, ich bin jetzt hier gerade dabei, dass ich den Bombenplatz B sichere und fernhalte von solchen, ja, von den Ratten, die versuchen, ja, das Ding irgendwie, ich sag mal, einzunehmen und zu verteidigen. Und ich will die Ratten direkt im Keim ersticken. So, habe jetzt hier meinen Hubschrauberschützen. Den haue ich aber nicht sofort raus, weil ich habe ja noch die Hunde. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt die Hunde bekomme, wäre es ziemlich cool, weil, ja, die haue ich jetzt auch erstmal raus. Die Commander-Krieger-Bautis auf dem Weg. Und zwar ist meine Strategie, ich haue jetzt hier meinen Hubi-Schützen raus, den Chopper-Gunner. Und ich kann ja nur Leute treffen, die nicht im Haus sind. So. Die können also sich immer näher zur Bombe vorpürschen. Und dafür habe ich meine Commander-Krieger-Wauzis, die die Leute in den Häusern, ja, penetrieren können. Ich muss dazu sagen, die Hunde sind eine richtig schöne Abschussserie. Sie gefallen mir sehr gut. Sie töten beim ersten Mal. Man kann die Hunde abknallen, braucht ein bisschen Übung. Und ja, man ist einfach in dem Moment wirklich abgelenkt, weil man kann sich gar nicht auf Gegner mehr konzentrieren. Man hört nur ho, 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 überall sind Hündchen. Und ja, man kommt schnell aus dem Konzept. So, die zweite Runde geht jetzt auch vorbei. Bisher steht 51 zu 10 und halt 1-1. Und hier seht ihr, wie so ein Commander-Krieger-Wauzi abgeht. Fass! Schnappin dir! Ja, fein! Ja, fein hat er es gemacht. Komm her, kriegst einen Knochen. So, Sitz, ab ins Körbchen. Das waren die Commander-Krieger-Wauzi. Vielleicht kommen sie nochmal. Wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es. Schauen wir doch einfach mal. So, da habe ich noch den finalen Biss bekommen. Sehr nice übrigens, die Hunde. Ich mag sie. So, ich versuche jetzt hier den Bombenplatz B zu verteidigen. Warum das Ganze, wieso, weshalb? Wir haben eben richtig auf die Fresse bekommen in der ersten Runde. Das war wirklich nicht mehr schön. Die Gegner haben, ja, beide Bomben platziert. Es konnte nicht entschärft werden. Sie haben es gut verteidigt. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen, ja, ich sag mal, schlauer vorgehen. So, ich versuche jetzt hier die Gegner hier vorne schon abzufangen. Das war ein Fehler, den werde ich auch direkt bezahlen. Hab aber wieder meine Vorräte. Die knüppel ich raus. Und schauen wir mal, was wir jetzt da so drin haben. Wie gesagt, es kann alles da drin sein. Es ist ein bisschen, ja, Lotterie, ein bisschen Glück und was weiß ich nicht alles. So, Vorräte sind angekommen und schauen wir mal. Valkyrie Rockets. So, Valkyrie Rockets sehen so aus. Man zoomt in sie herein, glaube ich, mit L1. Und kann sie dann mit der R1-Taste abschießen. Zumindest auf der PS3. So, dann steuert man dieses Teil. Und das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Extrem gewöhnungsbedürftig. Auf offenen Maps definitiv eine schöne Sache mit viel Spaß. Aber ich habe die einfach zu selten bisher gehabt, um damit effektiv zu arbeiten. Deshalb ging die zweite auch wirklich total daneben. Naja, nichtsdestotrotz. Schon habe ich mir hier die M16 und ich dachte mir, hätte es nicht mal eine Farmer sein können oder so. Ja, also weiter mit der AK. Und irgendwie habe ich so ein Pech, dass wenn ich meine Secondary austausche, dass ich immer direkt aufs Maul kriege. Naja, egal, was soll's. Irgendwie müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen nach vorne kommen. Beziehungsweise, dass wir hier mal ein bisschen ja, aufräumen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ruhige Hand, finde ich, ist ein sehr, sehr starkes Perk. Und vergesst dieses in Modern Warfare, ihr müsst immer zielen. Genau das müsst ihr hier in Black Ops nicht, in Blobs nicht, weil ihr könnt wirklich viele Abschüsse locker schnell aus der Hüfte machen. Wenn Gegner, ja, wie dieser hier einfach reinrennen, euch gar nicht sehen, schießt aus der Hüfte, versucht gar nicht erst zu zielen, das nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Nachher verzieht ihr noch ein bisschen, kriegt den Typen nicht. Deshalb einfach aus der Hüfte ballern auf so eine kurze Distanz. Bei überraschten Gegnern oder bei mehreren Gegnern, die da zu zweit oder zu dritt um die Ecke kommen. Wir zum Beispiel hier, die Gegner sind geblendet bzw. ein bisschen betäubt und ich balle einfach gemütlich aus der Hüfte drauf und kriege somit einen coolen Double Kill.
So, der war ziemlich langsam, der ist nicht gelaufen. Den konnte ich einfach, ja, wegmessern, wegballern. So, wieder habe ich Vorräte und hier habe ich ziemlich Glück gehabt, weil da oben, Balkon, also ich habe schon einige Care Packages einfach mal so sinnlos in die Ecken geblasen und wollte hier eigentlich noch irgendwas reißen. Ja, kriegt mit dem Ding einen Assist, weil mein Kollege den abballert und habe jetzt hier erstmal eine Aufklärungsdrohne. Die knüppel ich sofort raus und ich bin eben von da oben gemessert worden. Also denke ich mir, hehehe, ich bin ja nicht doof, ich lerne mit. Legst du hier oben eine Claymore hin? Ja, mitgemacht, Zensürchen lacht. Und geh jetzt hier raus, schau hier, was hier los ist. So, der wird uns angeblich, oder denke ich mal, flankieren. Der wird aber von meinem Kollegen leider abgeknallt. Und ja, was der sich hier dachte, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich eben durch meinen freundlichen Kommentator gehört, dass mein Equipment zerstört worden ist. Finde ich sehr schade und böse. Und das merke ich mir natürlich für die nächste Claymore, die ich platziere. So, die Claymores finde ich auch sehr stark. Man hat zwar nur eine pro Leben, aber man sieht sie verdammt schlecht. Wirklich verdammt schlecht. So, ich habe ja gelernt, oben war nicht gut. Also, wo packe ich sie hin? Erstmal schnappe ich mir den Typen da hinten und überlege mir jetzt, ja, bringst du die lieber ein bisschen weiter runter. Probieren wir es mal da. Das heißt, ganz wichtig, wenn ihr mitbekommen habt, dass eine Methode nicht erfolgreich war, versucht sie nicht 50 Mal wieder und wieder und wieder zu machen, sondern lernt aus euren Fehlern und dadurch könnt ihr definitiv auch mal ein paar Kills sammeln. Ja, hier war mein Fehler, ja, da ich den nicht gesehen habe. Sowas passiert, sowas kann man leider nicht verhindern. Ja, meine Standard, quasi Semtex wollte ich werfen, hab sie aber nochmal eingesteckt und werde aus der Seite weggeballert. Na, klasse. Also bisher sind meine Abschussbelohnungen ziemlich weit entfernt, wie ich finde. Und ja, es ist bisher nicht so das Wahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Es regt mich ziemlich auf. Aber was will man machen? Jetzt stelle ich mal eine Claymore hier vorne hin. Wieder mitgemacht, Zensürchen lacht. Und krieg wieder aufs Maul. Leute, es hat mich wirklich angekotzt. Ich weiß nicht, habe ich eigentlich gesagt, warum ich das Video geschnitten habe? Ich weiß es nicht, ich sage es einfach nochmal. Das Video war insgesamt über 19 Minuten lang. Und da habe ich einfach ein bisschen zusammengeschnibbelt, damit ich das in einem Rutsch hochladen kann und nicht wieder zwei Teile machen muss. So, natürlich gibt es auch hier wieder eine Videofrage. Und meine Videofrage ist erstens, was für Perks nehmt ihr mit? Das heißt, was sind eure drei Perks, die ihr am liebsten mitnehmt? Hier bei Blobs. Das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage lautet, und die betrifft meinen Kanal. Ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen meinen Kanal ja, anders zu gestalten, umzuändern, habe ein neues Avatar, es kommt auch noch ein neues Kanaldesign und ein neues Intro. Das wird alles jetzt noch kommen in den nächsten Tagen. Aber ich möchte gerne von euch erstmal wissen, möchtet ihr Playlists haben? Das heißt, möchtet ihr Blobs und Modern Warfare definitiv getrennt haben? Wenn ihr nicht wisst, wie das Ganze aussieht, geht mal auf den Kanal von GSSD. Schaut euch den Kanal mal an, weil der hat rechts in der Liste, wo immer die neuesten Videos sind, übrigens hier, Wauzis! Rechts, wo die neuesten Videos sind, hat der Playlists erstellt. Und da wollte ich euch mal fragen, wollt ihr das auch haben? So, die Granate werfe ich erstmal zurück. Kriegt damit auch sogar einen Kill. Juhu! So, da muss ich sagen, das habe ich bisher Modern Warfare nicht ein einziges Mal geschafft. Eine zurückgeworfene Granate, die einen Typen tötet. Aber naja. So, auf jeden Fall, möchtet ihr diese Playlists haben oder sagt ihr, nö, ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde mich auf deinem Kanal zurecht. Das möchte ich gerne von euch wissen. Des Weiteren, auch noch ganz wichtig, ich nummeriere oben die Blobs-Videos. Das heißt, Video Nummer 1 und 2 sind noch nicht online, beziehungsweise sind noch nicht hochgeladen auf meinem neuen Kanal. Die sind noch auf meinem zweiten Account. Die werde ich aber, glaube ich, noch rüberholen, vermute ich mal. Auf jeden Fall habt ihr so die Möglichkeit immer zu sehen, aha, die 5 habe ich schon gesehen, die 6 noch nicht. Oh, 4? Nee, 4 hatte ich auch noch nicht. Also könnt ihr euch so die Videos besser einbringen, weil ihr könnt es sehr schlecht erkennen. Ja, wir haben die Runde gewonnen, 2:1. Bitte beantwortet mir meine Fragen. Und die Runde geht aus 79:20 für euren Commander Krieger. Wir hatten 2x Hunde, 2x den Chopper Gunner. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verbleibe wie immer mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal.